Willkommen zurück. Wir waren jetzt bei der Moonfighter-Festung. Hey, ist noch schon vorbei. Ja, worum geht es? Ja, um nichts. Ich will euch nur ausplündern. Mal gucken. Oh, 20 Eier. Nice. Nehmen wir mit. Ihr habt mich das letzte Mal gestohlen. Gericht 18 Draken. Das war jetzt nicht so gut. Ja, okay, komm, wir zahlen. Oh, 18, hallo, was? Ich nehme dieses Geldstrafe Entschädigung, wie das Gericht angeordnet. Nun steht es euch frei zu gehen. Okay, wir sollten denn doch lieber nicht hier klauen? Er hat uns alle Eier geklaut. Du Arsch! Wir hatten auch noch kleine Eier. Das hört sich irgendwie falsch an. Na, egal. Gut, jetzt wieder weiter. Allzeit bereit. Dann schnüffelt er mich an. Ist er eklig. Kaiserlichen haben immer ein so kleines bisschen einer der Backe oder so. Schnüffelt er einen an. Crashkraut mit nichts. Okay. Was haben wir hier? Er liegt noch. Sowas. Wüstengas. Das nehmen wir mit. Bei Mora, gut, die Richtung. Gehen wir direkt die Richtung weiter, würde ich sagen. Das war dann auch mal irgendwann noch mal ankommen. Der Erfolg mit nichts. Ein Robusch. Mit. Und zum Glück hat dieses Kackgewitter aufgehört. Ah. Endlich wieder schöne Luft und schönes Wetter. Ja, die Gegend hier sieht so ein bisschen tot aus, aber naja, kann ich alles haben. Hustengas, das nehmen wir mit. Da haben wir eine Brücke, ich glaube, wir sind fast da. Da ist auch schon ein Schritt weiter da hinten. Er schreit mir jetzt, während ich aufnehme. Ja, genau. Man kann auch genau verstehen, was da steht. Das ist Oblivion-Zeichen. Die erste Brücke geschafft. Ich würde sagen, Leute, wir sind da. Das ist Balmora. Wie heißt das, wo wir hin sollen? Wadenfell. Taverne Südwall, das wäre okay. Wer ist er denn? Ein Artgenosse. Ey, Artgenosse. Willkommen bei Mora, dem Ratssitz von Haus Lulu. Womit kann ich dienen? Kann ich ihn direkt auf Dings ansprechen? Weil hier war mal jemand bestimmt ist. Hier beim. Die kann ich nicht darauf ansprechen. Gut, gehen wir weiter. Die Beute naht. Ja, tut sie das? Na sowas. Das hier ist die Südwald-Taverne. Zum Glückspilz. Laufen ist da drüben auf der Seite. Ach du Scheiße.
Die laufen ja wie, keine Ahnung. Als hätten wir keinen Plan. Okay, ich gehe wieder in die ihre Perspektive. Eine Kiste mit nichts. Wow. Noch eine mit nichts. Da, Quarmeier. Ich habe wieder ein paar Stück. Oh, Geld. Juhu. Der hat uns mehrere Sachen geklaut. Scheiß Wackel. Haben wir Papier auch noch mal mit. Schüssel, ja, haben wir auch mal mit. Lebenstein. Ein bisschen Kohle, sehr, sehr gut. Haben wir Kohle, Kohlemule, Körbchen, nein. Aber Kohle, Edelstein. Und noch eine, sehr gut. Jetzt nehmen wir doch Glattmiet. Oh, was ist das hier? Taverne Südwall. Hier sollen wir doch rein. So, Tilde. Ah, hier. Der alte Süßholzrastler, ich bin mir nicht sicher, wo er jetzt lebt, aber frag Bakula Kloskius, den Besitzer, er wird es wissen. Okay? Ihr wandelt auf einem schmalen Grat, nicht wahr? Könntet ihr euch etwas beeilen? Nee, ich will ja gar nichts von dir. Den will ich auch nicht ansprechen. Du willst etwas? Ja, aber nicht von dir. Oh, bist du das? Worum geht es? Nein. Nein. Kajit hat nur er steht hier. Lol. Nur er steht hier. Fahrt fort. Dinge. Interessanter alter Knabe. Ist schon recht lange in Balmora. Schon vor der Neugestaltung des Distrikts hatte er einige Schwierigkeiten, doch hat scheinbar gute Beziehungen zu den richtigen Stellen, verschwindet für eine Weile und kommt dann wieder. Ich denke, er ist ein Veteran. Er hat Freunde drüben in der Mondfalterfestung. Ich weiß nicht, wo er sein Geld herbekommt, doch es würde mich nicht überraschen, wenn es nicht legal wäre. Aber ich gehe nicht in die Mondfalterfestung, weil da ist er nicht. So, dann sprechen wir mal dich an. Ja, wo ist er denn, Bukula Saftlutscher? Der Bukula Saftlutscher, wo ist er? Im Arsch? Du bist das auch nicht. Du bist Honigmaul. Bla, bla. Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Ihr wandelt auf einem schmalen Grat, nicht wahr? Ah, du scheiß Hochelf als Maul. Ah, hier. Der alte Kasus betreibt auf dem Hügel am Nordrand der Stadt ein kleines Gasthaus. Nehmt die Eingangstür und nicht die Tür zur Terrasse. Geht nach rechts die Treppe rauf, dann links hinunter bis zum Ende der Straße. Oh, nice. Danke. Schlecht. Zimmertür, okay, da sollen wir bestimmt nicht durch. Oh, hörst du mal auf nachzuladen, Junge. Müsste ja denn das Haus hier sein? Wir schauen einfach mal. Oh, ja, da ist es. Je, zieh mal was an. Sprecht. Ja. So. Ihr sagt, euer Name ist Patrico. Und dass ihr euch bei mir melden und mir ein Paket übergeben sollt. Vielleicht darf ich es einmal ansehen. Ja. Ah, sehr interessant. So, hier steht, der Kaiser wünscht,
dass ich euch zum Novizen bei den Klingen mache. Das bedeutet, ihr müsst meinen Befehl befolgen. Seid ihr dazu bereit? Eigentlich nicht. Dann lieber mal einer her, aber okay. Gut, willkommen im Dienst, Novize. Nun gehört ihr zu den Klingen. Wir sind in den Provinzen die Augen und Ohren des Kaisers. Ihr könnt mein Bett benutzen, wenn ihr ruhen müsst. Aber fasst meine persönlichen Sachen nicht an. Sage ich nicht etwas anderes sage. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jederzeit eure bescheidenen Fähigkeiten bei einem Ausbilder der Klingen verbessern. Oder falls ihr es eilig habt, kann ich euch sofort Befehle erteilen. Aber vergesst nicht, einen Ausbilder der Klingen aufzusuchen. Ausbilder der Klingen? Diese Klingenagenten bieten Ausbildung an, natürlich nicht umsonst, aber für Mitglieder zu einem günstigen Preis. Haltet hier in Balmora Ausschau nach Redlen, Tyra, Engmas und 90. Geht in Caldera zu Surane Leoriane und in Aldrun zu Gildran Stjorvar, lebt in einer Hütte westlich von Aldrun. Und die Kundschafterin Elone kann in Arillis Handelshaus in Saldanin gefunden werden. Okay. Befehle. Also, Pilger, ihr seid neu. Und das sieht man. Wir sind 200 Draken. Besorgt euch eine vernünftige Waffe, eine Rüstung oder einen Zauber. Gebt euch als Abenteurer aus. Davon gibt es hier viele. Ihr könnt in der Kriegerwille beitreten oder der Magiergilde oder den kaiserlichen Kult oder die kaiserliche Legion eintreten. Dort aufsteigen, eure Fähigkeiten verbessern und Erfahrung sammeln. Oder sucht Arbeit auf eigene Faust. Denn wenn ihr bereit seid, kommt zurück. Und ich werde Befehle für euch haben. Nice. Du hast mir Kohle geschenkt. Dankeschön. Ciao. Gucken wir mal. Eine Rüstung. Dann brauchen wir denn irgendein Geschäftchen, einen Laden. Würde ich mal behaupten. Gehen wir doch mal gucken. Chef, wir müssten auf der anderen Seite sein. Ey, geile Knochen. Schautet euch. Ich habe nur wenig Zeit. Zuhören, aber fasst euch kurz. Mal her, deine Rüstung. Nehm ich geschenkt. Das ist bestimmt eine neue. Ja, komm, hier in der Stadt können wir eigentlich auch mal ein bisschen sprinten, das macht ja hier nichts. So, was haben wir hier? Buchhändler, ja, nee. Nein, danke, das will ich jetzt nicht vorlesen, alles. Magiergilde. Oh, was ist er hier? Ein Ausstatter. Gehen wir doch mal gucken, was hast du denn für uns? Delet, Handeln. Hat er ja einiges hier. Was auch Rüstung, Schadenlampe. Ein Büchlein. Eisenkeule. Was hast du denn noch? Also hast du nichts. Gut. Nee, danke. Nein, danke. Allzeit bereit. So, gehen wir mal hier hin. Handeln, was hast du denn? Oh, ja. Schwer. Wir hatten mittlere Muskeln, ne? Aber nur im Bus habe ich. Oh. Böse und Schlüssel könnten wir uns auch schon mal Trinken machen. 115. Kannst du mal vergessen, bis 105. Ah gut, 106. So, gucken, was hast du denn noch?
Was für eine schwere Rüstung. Kann ich nicht. Oh. Silberlangschwert. Das war ein bisschen zu teuer gerade. Muss ich doch nochmal weiter. So, mal sehen. Da haben wir auch noch ein Geschäft. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Raff hier. Hey, du. Handeln. Was hörst du denn? Oh, wer hat verzauberte Waffen? Wert 9000. Alter Verwalter. Aber du hast auch. Oh, doch. Hier hat er das doch. Leicht. Er hat nur. Oh, er ist schwer, toll. Ne, er hat zwar Rüstung, aber nicht das, was wir gebrauchen könnten. Muss ich doch nochmal weitergehen. Willst du etwa? Ja, aber du hast nicht das, was ich will. Rüstungsschmied, ey. Ein bisschen gute Freunde jetzt. Handeln. Mittel. Leicht. Ah, er hat keine komplette Rüstung, ne? Okay. Nehm einmal Schuhe. Da wohl halt. Vorher Schuhe kaufen. Nehmen wir nur das Ding. Das war jetzt der Helm. Haben wir denn noch eine Hose? Was? Die sind teuer. Nehmen wir links eine rechte Schulterplatte noch dazu. 315. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö.